Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising Nebraska Event Video. Wir stehen hier noch in Sydney und wir schauen mal, ob wir noch auf Sonntag Grand Island haben. Das wäre jetzt die letzte Fahrt fürs persönliche Ziel, da ich es dann erreiche, und dann würde ich dann am Samstag mir dann ein. Okay, schon Müllwagen und Bus sind ja auch schon älter. Und dann würde ich, glaube ich, dann direkt auch hier schon, sag schnell, ein Dame Grand Island Reloader JCB 457 für $15.174, 45.200 Pfund. Ansonsten wäre es, glaube ich, der einzige Auftrag. Ich schaue trotzdem nochmal nach, vielleicht haben wir noch einen besseren, der mehr Kohle bringt oder so. Aber wahrscheinlich hier weniger. Aber wie gesagt, dann werde ich einfach, werde ich mir ein Getreide. Was ist nochmal? Ein. So, dann fahren wir den Reloader. War nichts anderes mehr da. 1,5 oder 1,20 pro Meile. Genau, ich werde mir in der nächsten Folge dann einen Grindhopper Trailer holen. Und dann fahren wir mit dem ein bisschen durch die Gegend. Solange bis das Trade Connection Switzerland Event noch läuft für mich. Und danach. Danach switchen wir. Stay right. Danach switchen wir dann wieder zurück zum normalen Alltag quasi. Da ich dann wieder ohne eigenen Auflieger fahre und auch nicht mehr täglich. Was haben wir es denn jetzt noch? 13 Meilen, ja okay. Ich muss auf jeden Fall noch mal tanken. Go straight. Du wirst bestimmt noch mal die Möglichkeit geben, dass wir ihn unterwegs halten, auch wenn wir den Reloader schon hinten drauf haben. Interessant. Das random Straßenereignis habe ich auch noch nie gesehen. Stay left, then turn left. Turn left. Manchmal ist es echt ein bisschen verwirrend, dass sich hier doch lässt, obwohl man ja gar nicht wirklich irgendwie die in ihr Weiterfahren behindert. Stay right. Ich wollte schon jetzt hier gerade rechts abbiegen, aber das kommt erst hier. Das gute Ding steht irgendwo hinten. Aber wahrscheinlich kommen wir auch irgendwie hier in die Garage rein oder so. Ich meine, irgendwie müssen wir Dinge wieder rausbekommen. Es sei denn, es steht hier. Der ist wahrscheinlich hinten. Hinten schon in unsere Richtung ausgerichtet stehen. Oh, nice.
Eine kleine Rampe, okay, nee. Anders als ich dachte. Ja, aber das ist ja doch schon ein längerer Trailer. Das ist jetzt der, wo der Müllwagen draufsteht. Auch wieder schön hier mit dem Zug, der hier vorbeifährt. So sieht das coole Stück von JCB aus. Dann schauen wir mal, wie die Fahrt ist. Wahrscheinlich ja gut, Interstate 80 einfach hoch. Ja, wir fahren auf Interstate 80 und fahren dann die Interstate 80 komplett durch, bis wir runter nach Grand Island fahren. Und dann fahren wir tatsächlich so zu Taylor. Also wir fahren erst nochmal an Grand Island quasi vorbei. Wir fahren jetzt nicht durchs Zentrum wieder durch. 284 Meilen. Würde ich sagen, mal auf die Interstate. Und so ein bisschen mehr Platz wieder hinten. Vor allem ist wieder witzig hier bei den 90-Grad-Kurven. Wenn das Community Goal auch durch ist, dann werde ich bei Cruising Nebraska, dann werde ich auch dann setze ich mich danach dann an die Spezialtransportfahrten, die man jetzt neu machen kann hier. Gerade so schön ich mitgenommen. Kann ich eigentlich mal schauen, wie weit der Shunter jetzt gerade ist. Oder auch nicht. Get ready to turn right. Warum ist denn jetzt der X-Recorder ausgepackt? Turn right. Das war viel zu früh. So früh war ich noch wieder nicht. Wenn der fährt, dann können wir ja auch. Der Post-ID-Truck steht immer noch. Das wäre Lieferwagen. Ja, ist noch ein bisschen. Also ich glaube, ich werde noch ein bisschen fahren können. Wir sind jetzt gerade bei 107 von 125 Millionen. Also Meilen natürlich. Können wir nochmal gut Meilen raufklatschen aus Community Goal. Wenn wir dann mit unserem eigenen Grain Hopper Trailer unterwegs sind.
müsste nach links, ne? Danke, Kollege. Stay left. Okay, so setzen muss ich auch wieder nicht zeigen, ich habe auch wieder falsch geguckt. Turn left. Gar nicht, ob ich jemals, ich glaube, ich bin noch nie im American Truck Simulator, glaube ich, vielleicht ganz am Anfang, also ich will mir jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich kann mich beim besten Willen gerade nur daran erinnern, als ich Spezialaufträge im Euro Truck Simulator 2 gefahren bin. Vielleicht bin ich ein oder zwei in ATS gefahren, als es rauskam, aber das war es dann auch. Aber selbst das sage ich jetzt auch nur, um es nicht auszuschließen, oder weil es nicht ausschließen kann, dass ich nicht ein oder zwei Fahrten gemacht habe. Aber ich glaube eher weniger. Vor allem nicht in Staffeln. Weil in ATS gab es da nicht in der Eventwoche. Die gab es da nur in ETS 2. Wo es dann auch speziell ein Transporter gewesen ist. Interessant. Dass das nicht auf der Karte eingezeichnet ist, aber okay. Ich habe das eher als Ausfall betrachtet, wo man nicht rauffahren darf. Weil es ins Nichts führt für uns. Aber dann ist der Viewpunkt.
Der Rest ist dann so ganz entspannt, auch mit dem Trailer. Das ist ja ganz gut. Ich werde jetzt hauptsächlich auf Interstate fahren. Ich bin. Ja. Ich könnte ja mal gucken, aber ich glaube, ich bin halt wirklich. Gut, ich versuche zu gucken. Weil. Haben wir ja neulich gesehen, dass selbst wenn man irgendwie Brücken eingibt und Brückenunglück rauskommt, sollte, dass da nichts passiert. Jetzt, wenn ich jetzt einfach nur so auf Spezial suche, aus, als ob es nur die Eventwoche gewesen ist, wo ich damit gefahren bin. Spezialtransport findet er nix. Schreiben wir es mal zusammen. Okay, vielleicht. Doch einmal bin ich damit gefahren, wenn ich es gerade richtig sehe. Das heißt das Video der Spezialtransport. Das muss natürlich auch nichts heißen. Rein. Okay, ja, da bin ich, ups, tatsächlich einen Spezialtransport gefahren. Okay, einen Spezialtransport bin ich also gefahren in einem American Truck Simulator, aber das war's. Gondel ich jetzt nicht hinterher. Das mal währenddessen wollen wir über die Waage. Gewicht von 95.302. Habe ich nicht repariert? Dann bekommen wir jetzt ganz häufig die Nachricht. Solange wir es für den Stroh nicht restauriert haben. Das ist es halt so. Da haben wir jetzt sehr viel geschafft, noch 124 Meilen bis Taylor Grand Island.
vor Donnerstag. Naja, heute ist Donnerstag. Vielleicht doch dann heute noch hingehen. Ich glaube, ja, zwei Fahrten sind es ja, glaube ich. Meine ich zumindest. Einmal Subway Karneval, glaube ich, noch was. Vielleicht was noch mehr Frachten, werden wir dann sehen. So ein Ding ist das hier. Ich verstehe. Sind wir hier beim Eisenhower Interstate System oder auf dem Eisenhower Interstate System? Blinker jetzt gerade, ah ja, weil ich ihn ausgemacht habe, während er sich selbst ausgeschaltet hat. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Sobald dann auch das Community Goal erreicht wurde, da gucken wir dann, beziehungsweise packen dann auf dem Truck dann den neuen Paint Job drauf. Auch nur falsch gucken. Stay right. Exit right. Ja, gut, wir sind ja schon in Grand Island jetzt. Da brauchen wir jetzt auch nicht tanken. Exit right. Die paar Meilen schaffen wir jetzt auch noch mit der Tankfüllung. Go straight. Thank you.
sind jetzt noch ein paar mehr Meilen, ne? Also 23, um genau zu sein, aber die Meilen, die schaffen wir auch noch. Welcher Fuß war das jetzt, über den wir fahren? Schön ist er auf alle Fälle. War das der Play River? Könnte sein, ne? Haben wir wieder das Ortseingangsschild von Grand Island. Rechts neben uns dann eine größere Mall. Okay, ich glaube eine kleinere Mall. Wobei es nicht mehr eine Mall ist, dann. Es wirkt eher wie ein Parkplatz einer Mall. Aber es war nur ein LKW-Händler. Gott, dann war ich auf einmal 45 lang. Wirkt fast ein bisschen, als ob die KI ein bisschen schneller ist als wir. Soll ich mich links halten? Ich glaube schon, oder? Es wirkt so. Go straight. Ein bisschen brauchen, um aus dem Quark zu kommen, kann man auch schon ein bisschen nach Gefühl Gas geben. Wo ist denn jetzt hier gerade? Okay. Ich dachte, wir wären auch ein bisschen weiter zurück. Ich dachte, die Abfahrt, die Kreuzung nach Grand Island, die kommt noch. Nur noch die Frage, ob ich jetzt noch eine Garage kaufen soll hier in. Ja, wenn wir wohl eine Garage haben, vielleicht in Grand Island oder. Wobei ich wohl glaube ich eher dann in Omaha, weil Omaha ist ja dann doch schon eher ein guter Ausgangspunkt für zukünftige DLCs. Hm. Stay right. Schauen wir gleich mal, wie denn die Lage, wobei man kann ja noch mehr als das, was da ist, zwischenlagern.
Wunderbar, dann laden wir das gute Stück mal ab. Nur Reloader. Ausgezeichnet Reloader JCB457 von Sydney nach Grand Island geliefert. Gefahrene Strecke 297 Meilen. Dauer 38 Minuten. Gut, wahrscheinlich. Ungefähr 33 eher. Das war 43. Wir haben 43,1 Gallonen verbraucht. Das war der 181. erledigte ATS World Trucks Auftrag. 15.000 gab es dafür und 700 Erfahrungspunkte. Damit auch ein neues Level, Level 34. Und das heißt, wir gehen jetzt nochmal auf zerbrechliche Fracht. Sprich, plus 30% höhere Vergütung, ein Einstieg um 5% für das Ausliefern zerbrechlicher Fracht. Genau, Garage wollte ich gucken. Gut. Haben wir genügend Garagenplatz, sollte da sein. Können wir mal gucken, wie viel der Spaß kosten wird. Da haben wir ihn, den Grainhopper. 58.000, bisschen pimpen werden wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen. So hier ein bisschen, da ein bisschen. Nicht in der Garage, okay. Rocky Mountain Double. Mal schauen, was wir dann fahren. Wobei ich kann eine kleine Umfrage machen, ne? Ob ich mir jetzt einen einzelnen Auflieger holen soll, einen Double, einen B-Double oder einen Rocky Mountain Double vom Grain Trailer. Was haben wir hier noch? Gut, Getreidehopper ist klar, Fahrwerk ist klar. Dann Lackierung mäßig und halt Zubehör. Dann würde ich sagen, gucken wir nochmal. Wollen wir natürlich auch ein bisschen ausgestorben sein, das kann ja überall hingehen. Fahren wir nochmal kurz hier zum ganz fix zum Truckstop. Ready to roll. Kommen wir raus? Ja. Haben wir jetzt diesen Weg ein bisschen? Ja, ich werde dann die Umfrage starten, sobald das Video draußen ist. Also schön, wir gucken mal die Beiträge mal raufgucken. Ja, nicht mehr wie schnell. Go straight. Zu schnell. Aber das wusste ich ja schon vorher. Geblitzt werden oder nicht. Caution.
nachdem wo man geblitzt wird. Kann das ja auch wieder schmerzhaft sein. Da hätte ich noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf, als ich dachte. Wenn wir sowieso schon hier so erkältlich gerade unterwegs sind. Dann ab hier auf den Truckstop. Ein schöner großer Truckstop. Muss man ja mal in der Stadt auch sagen. Na, da steht noch einer. Halten wir mal neben dem Mac. Dann können wir auch in der nächsten Fahrt, im nächsten Video dann auch direkt tanken hier. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Wie man sehen kann, 12 von 12. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn wir hier noch ein bisschen weiterfahren fürs Community Goal. Wenn wir uns einen eigenen Getreideauflieger kaufen. Wie der aussieht, könnt ihr dann noch abstimmen. Geht da einfach auf den Community-Beitrag. Ich hoffe, es den aber wahrscheinlich auch noch hier. Entweder infomäßig, wenn man das in der Infobox kam, reinpacken kann, dann so. Ansonsten ist er in der Beschreibung. Oder halt in Community, dem Community-Tab bei mir auf dem Kanal. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Entweder hier vom Cruising Nebraska Event oder in Euro Truck Simulator 2 vom Trade Connections Switzerland Event. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.